Ein zweiter Traum. Ich sehe ein Küchenmädchen mit einigen Dutzend aufgetürmter Teller. Nimm dich in Acht, warne ich. Und richtig an der Türschwelle erfolgt ein Staubstraucheln. Das zerbrechliche Geschirr fällt, rasselt und prasselt in 100 Scherben auf den Fußboden. Aber das endlos sich fortsetzende Getön ist doch, wie ich bald merke, kein eigentlich Rasseln, sondern ein Klingeln. Однако непрерывно продолжающееся звучание, как я скоро это замечаю, является не грохотом, а звоном. Und mit diesem Klingeln hat, wie der Aufwachende feststellen kann, nur der Wecker seine Schuldigkeit getan. И этот звук, как это может установить проснувшийся, является лишь выполненным будильником долгом. Ein dritter Traum. Ich erwache eines Morgens in einem Tiroler Höhenort mit dem Wissen, ich habe geträumt, der Papst sei gestorben. Ich konnte mir den Traum nicht erklären, bis meine Frau mich fragte, hast du heute Morgen das entsetzliche Glockengeläute gehört, das von allen Kirchen und Kapellen losgelassen wurde? Wie oft wird sich der Träumer nicht auf den auslösenden Reiz besinnen können? Wir sind ohne dies von der Schätzung der schlafstörenden äußeren Reize zurückgekommen, seitdem wir wissen, dass sie nur ein Stückchen des Traumes erklären. Мы все равно уходим от оценки нарушающих внешних раздражителей, с тех пор, как мы знаем, что они объясняют лишь частичку сновидения. Darum brauchen wir die Theorie nicht ganz aufzugeben. Поэтому нам не нужно отказываться от теории полностью. Wenn nicht jedes Mal ein äußerer Sinnesreiz den Anlass geben kann, so mag dafür ein von den inneren Organen ausgehender, sogenannter Leibreiz eintreten. Если не каждый раз поводом может служить внешнее раздражение органов чувств, то может возникнуть исходящее от внутренних органов так называемое раздражение тела. Die Beziehung manchen Trauminhaltes zu einer Überfüllung der Harnblase oder zu einem Erregungszustand der Geschlechtsorgane ist so deutlich, dass sie nicht verkannt werden kann. Отношение некоторого содержания сновидений к переполнению мочевого пузыря или к возбуждению состояния половых органов настолько явно, что мы не можем его не осознавать. Merken wir aber die Eigentümlichkeit des Traumlebens. Однако следует отметить своеобразие жизни в сновидении. Der Traum bringt den Reiz nicht einfach wieder, сновидение не просто приносит раздражитель обратно, sondern er verarbeitet ihn. А перерабатывает его. Er spielt auf ihn an. Намекает на него. Er reiht ihn in einen Zusammenhang. Связывает его с чем-то. Er ersetzt ihn durch etwas anderes. Заменяет его чем-то другим. Das ist eine Seite der Traumarbeit. Это одна сторона работы сновидения. Deckt eine historische Veranlassung den Inhalt eines Dramas, erklärt sie uns dessen Größen und Rätsel. Vielleicht sind die auf den Schlafenden wirkenden Außen- und Innenreize auch nur die Anreger des Traumes, von dessen Wesen uns damit nichts gesagt wird. Возможно, воздействующие на спящие внешние и внутренние раздражители также являются лишь возбудителями сновидения, о сущности которого нам этим ничего не будет сказано.